FDP-Fraktion das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Unternehmen stehen nicht nur seit der Corona-Krise, aber mit der Corona-Krise unter enormem Druck. Und die Entscheidungen von letzten Mittwoch haben diesen Druck sicherlich noch einmal verschärft. Auch wenn man heute über erfreuliche Zahlen auf den ersten Blick lesen konnte, 8,2% Wachstum im dritten Quartal, wissen wir natürlich, dass es die Zahlen der Wirtschaft schlecht stehen. 5,4% war die letzte Konjunkturprognose. Dementsprechend wird es sehr, sehr schwierig. Es gibt KfW-Studie, die sagt, dass es 1,1 Millionen Arbeitsplätze gibt, die momentan in Gefahr sind. Dementsprechend ist es wichtig, den Unternehmen jetzt und richtig zu helfen. Und ein Punkt damit wäre, dass wir den Verlustrücktrag deutlich ausweiten. Ich mag nicht verhehlen, dass nach vielen Diskussionen im Finanzausschuss mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz sich die GroKo so ein Stück weit bewegt hat. Wir haben den Verlustrücktrag ausgeweitet, aber es reicht nicht. Wir müssen ihn in den Jahren ausweiten und wir müssen ihn in den Betrag noch mal ausweiten. Weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind Eigenmittel der Unternehmen. Das ist eben genau der andere Ansatz. Wir sammeln nicht die Steuergelder ein, damit wir anschließend großartig Hilfe vergeben können, sondern wir geben den Unternehmen jetzt in der Krise auch ihr Eigenkapital wieder zurück. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Und das ist eine Forderung, der sich hier eigentlich ganz, ganz viele schon angeschlossen haben. Die Forderung gibt es in der Union, die Forderung gibt es bei den Grünen, die Forderung gibt es natürlich in der Industrie, bei allen Handels- und Wirtschaftsverbänden, aber auch bei den Gewerkschaften. Eine deutliche Ausweitung des Verlustrücktrags, damit man mit diesem Eigenkapital Arbeitsplätze in der Krise retten kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Entscheidungen von letzten Mittwoch ist die Krise noch einmal deutlich verschärft worden. Und ich hätte es gerne dem Bundesminister Altmaier gegeben, der nämlich am Mittwochabend getwittert hat, die Beerdigung für die deutsche Wirtschaft. Meine Gedanken und mein Mitgefühl liegen bei den Unternehmern. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, so werden Trauerreden eingeredet. Das kann doch nicht das Signal des Wirtschaftsministers sein. Wir fordern, wie gesagt, eine deutliche Ausweitung des Verlustrücktrages. 3 Jahre, nicht nur ein Jahr, eine deutliche Erhöhung, nämlich von momentan 5 Millionen auf 30 Millionen bei doppelt Veranlagten, dann auf 60 Millionen. Das klingt im ersten Moment so, das trifft hier nur die Großen. Aber durch die Ausweitung des Verlustrücktrages im Zeitraum trifft es eben auch die Kleinen. Es gibt Eigenkapital dazu. Und wenn man das Ganze, so wie das unser Antrag fordert, mit der negativen Gewinnsteuer koppelt, dann ist es nämlich auch eine Wirkungsmaßnahme, das jetzt schon wirkt, weil es jetzt von den Finanzämtern angeregt werden kann. Es ist das Eigenkapital der Unternehmen. Wir müssen hier nicht Hilfen ausschütten. Wir brauchen keine komplizierten Antragsverfahren. Und das ist doch genau das Thema. Wir diskutieren jetzt wieder über ein Programm. Wir wissen ja noch nicht, wie es aussieht. 75% der Umsätze für die, die jetzt von Schließungen betroffen sind. Klingt im ersten Moment schön, ist aber vollkommene Willkür. Für die einen sind 75% des Umsatzes ein fetter Gewinn. Für die anderen wird es nicht einmal dazu reichen, die Betriebskosten zu decken. Das ist nämlich sehr unterschiedlich, welche Branche ich habe, welche Kosten ich habe, welche Fixkosten ich habe. Und mir zeigt es wieder ganz deutlich, wie bei den ganzen Corona-Maßnahmen, wir haben eine Bundesregierung, die viel spricht, viel verspricht, wenig handelt und dann auch noch nicht überlegt, was sie tut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hessel. Nächster Redner ist der Kollege Fritz Künzler, CDU-CSU-Fraktion.